Hallihallo und herzlich willkommen zur zweiten Staffel vom Let's Play von Medieval 2 Conquer the World Mod. Ja, das letzte Mal habe ich leider ein bisschen abrupt beendet, weil es einfach nur noch... Ich wurde einfach nur noch überrannt am Schluss. Dann habe ich es erst gar nicht mehr hochgeladen. Tut mir leid, aber dieses Mal werde ich besser machen. Ich habe immer wieder gespielt und ein paar Taktiken herausgesucht und so. Und diesmal machen wir ein Volk, das jetzt nicht unbedingt sofort in einem Krieg ist und so ein bisschen ausgelegen ist. Und ich habe mir überlegt, wir spielen, also ich zeige mal, was ich wollte zuerst. Ich wollte zuerst die Apachen nehmen, aber die haben am Anfang so wenig Geld und dann, wenn sie Geld haben, werden sie überrannt, weil sie keine guten Einheiten haben. Also unmöglich für mich. Ich bin nicht so der Taktiker und so, dass ich das überwinden kann und so. Weil Krieg konnte ich nicht mehr verhindern. Die sind so stur, diese Franzosen gewesen, die mich angegriffen haben. Und deshalb, nee, niemals. Da wollte ich Timuriten spielen, aber die haben extrem lange Wege schon am Anfang. Nee. Und auch nicht so gute Einheiten. Okay, sie haben Elefanten, gute Janitscharen, aber nee. Dann wollte ich eines der unteren nehmen. Ich weiß nicht, nein, das Mogulreich ist Indien. Kongo-Reich, genau. Hier. Aber die haben eben gar keine richtigen Einheiten oder nur Einheiten von anderen Völkern. Habe ich auch nicht genommen. Die Akzeken habe ich auch genommen. Die waren noch recht gut. Ja, was soll ich sagen? Nee, gefallen mir irgendwie nicht so. Okay, sie haben so Leopardenkrieger und so. Aber pff. Dann wollte ich nach Osten gehen und habe das Shogunat. Wo ist das? Das ist das Shogunat genommen und die gefallen mir recht gut. Die haben keine richtig gute Verteidigung vorne. Sind eigentlich nur zwei Handkrieger, aber dafür haben sie ja auch gute Reiter und sie machen extrem viel Damage und das ist so ein Volk, das mir sehr gut liegt und deshalb nehmen wir das Ashikaga Shogunat und das tönt noch so gut. Also, bei diesem Volk sind leider die Grafiken ein bisschen komisch, also von den Bildern, Wappen und so. Und die Siedlungen sehen auch ein bisschen komisch aus. Also lasst euch davon nicht stören. Und das meiste ist noch auf Englisch und so. Ich weiß jetzt nicht, ob noch weitergearbeitet wird. Also es ist sehr schade, dass ja dieser Mod eigentlich zur Hälfte gar noch nicht fertig ist. Wir spielen wieder auf leicht. Ich habe mal auf schwer gespielt. Und ne, das ist nichts. Das kommt davon, dass es der Mod eigentlich nicht von Medieval 2 Total War direkt ist, sondern von Schwert und Speer, den Mod, der extrem ja, Balancing auf den Kopf stellt und alles ein bisschen härter macht und so. Deshalb, leicht ist für uns eigentlich immer noch schwer, für die Anfänger, also für die noch nicht ganz so erfahren, also ich bin ja kein Anfänger mehr, sonst würde ich nicht so viel spielen, gespielt haben und ja, hier machen wir alles aus, außer alle Städte verwalten, das ist wichtig für mich. Und kann man den Regeln lang. Und ich habe jetzt eingestellt, dass wir unendlich Zeit haben. Also fast unendlich. Aber so viel, das sind 999.000 oder so. Irgendwie ist ganz viel. Wir werden es dann sehen. Okay, ich werde beginnen. Habe ich noch irgendetwas zu sagen? Nee. Dann können wir los starten. Wir werden direkt mal eine Siedlung erobern am Anfang. Damit wir ein bisschen Geld verdienen können durch die Importe. So, das haben wir letztes Mal schon gelesen. Wir gehen mit dem Schiff. Wohin geht es? Hierhin. Ja, Kapitän. Und nehmen hier ein paar Krieger raus. Eure Befehle? Wir nehmen die König. Nehmen. Ja. Und eure die. Befehle? Abrücken. So.
von hier nehmen wir hier zwei. Eure Befehle? Ja, hier dann. Mein Herr. Und gehen eigentlich schon zur Siedlung Hansjung. Oder ist hier unten irgendwie das besser? Ne, das sind Philippinen, das Borneo. Können wir alles erobern am Anfang, ohne dass uns ein Volk dazwischen kommt. Und hier wird dann einfach unser Stützpunkt sein, hier oben. Also ihr seht, das ist gigantisch. Überdenkt ihr den Kurs bitte noch einmal, mein Herr. Mehrere Tage. Oder hier im Jahr. Jahreszeit laufen. Natürlich. Attackieren den. Wohin geht es? Deshalb ist es nicht so gut am Anfang. Sich so expandieren, dass man da nichts mehr verteidigen kann. Wir segeln morgen weiter. So, schauen wir mal in die Siedlungen. Hier machen wir auf sehr hoch. Und wir brauchen irgendetwas, das uns Geld gibt. Ja, das ist natürlich schwer, wenn es keine Sachen gibt, die Geld geben. Wir werden hier mal die Kanonen zerstören. Und ja, die Reiter eigentlich auch. Ja, die Arche lassen wir. Die kosten so viel. Da müssen wir wirklich haushalten. Da müssen wir richtig haushalten. Also machen wir eine Ortswache hier. Und hier bringt das was. Ja, es hat Fisch. Machen wir einen Kaufmann. So. Hier machen wir auf sehr hoch. Sehr hoch. Und machen eine Mine. Ne, ist zu teuer. Machen wir ein Rathaus. So, und hier auch auf sehr hoch. Und hier machen wir. Ja, machen wir die Minen. Und einen Kaufmann können wir nicht. Dann machen wir hier den Kaufmann und hier unten nicht. Weil es dort natürlich Sachen gibt. Machen wir einen Diplomat, den brauchen wir. Und hier den Diplomat, den Kaufmann. Der sieht so komisch aus, da sehe ich ihn, also übersehe ich ihn. So. Ich finde die Farbe noch recht schön, so rot. Ja! Gefällt mir richtig. Es ist mir eine Ehre. So, japanischer Diplomat. Ah, da müssen wir ja gar keinen Diplomat. So. Japanischer Diplomat. Ihr geht mal hier runter. Irgendwo müsste hier das die Ming-Dynastie sein. Sofort. Die. Aber natürlich, mein Herr. Wer ist mein Ziel? Die Chinesen. Kann ich dienen? Die machen wir mal hier, verstecken wir ein bisschen. Der Kaufmann. 11, 11, 24. Dann gehen wir diese Runde hier zum Fischen. Ja, und dann ich werde mit dieser Ressource Silberminen. Die Spinionen gehen mal vor. Ah, hier gibt es schon die gelben aus dem Ming-Dynastie. Wessen Zeit ist abgelaufen? Und hier könnten wir mein mal benennen, ja, das sehr Ziel. Gut. Echt gut. Wie ihr wünscht. Die heutige. Ja, Herr. Ja, also die kommen hier. Sehen stolz. Ja, und eroben. Die mein gehen Herr. Runter. Dann haben wir schon die erste dabei. Und wir speichern unter Japan 1. So, dann weiß ich, ah ja, Shogunat. Bei Shogun weiß ich es dann nicht unbedingt. Vielleicht vergesse ich dann mal, was Shogun ist. Aber nein, das wird dann niemals passieren. So, leider kann man hier nicht drüben nach Amerika. Deshalb war es das eigentlich jetzt schon. Ja, gibt es hier oben eigentlich noch eine Siedlung? Das müssen wir dann ausspähen.
So, wir gehen hier weiter mit dem Spion. Und wir sehen schon die erste Siedlung von denen. Mein König. Ja, mein König. Der Kaufmann geht hier hin. Bin unterwegs. Der Ninja schaut, dass wer er hier... Wer oder was beleidigt euch, mein König? ...was machen kann. Nein. Mein König! Ja, Herr! Greifen den Feind an! Ich weiß nicht, Leute, ja, sie wollen wissen. Wir umzingeln und belagern die Siedlung. Ich weiß jetzt nicht, wie man am besten angreift. Ja. Mit welchen Belagerungsmittel. Kapitän, die Flotte kann dort nicht hinsegeln. Aber mein Herr, das geht nicht. Wohin geht es? Ja, Kapitän. So, wir haben natürlich Minus gemacht, aber ist am Anfang egal. Die Ortswache haben wir gemacht. Okay. Dann schauen wir mal, was noch so gut ist. Wir brauchen irgendwas, das uns weiterbringt. Fruchtfolge. Ja, machen wir Fruchtfolge, damit wir eben Geld verdienen können. Die Schiffe, die verkaufe ich jetzt mal, mein also Herr? Nicht alle, aber... So, ja. Die aufsplittern. Verlassen die Flotte, mein Herr. Wohin geht es? So. Ja, Kapitän. Mein Herr? Agent rekrutiert Kaufmann. So, wo haben wir's? So. Mein jetzt Kühl? Schauen wir mal. 130, 130, 44. Ja, dann ist klar. Nehmen wir die. Eine Handelsroute. Wir sind im nächsten. So, wir speichern nochmal. Eure Befehle? Greifen an. Attackieren den Feind, edler Herr. Die Belagerung das jetzt hat dieses Mal schon gemacht. Mein stimmt. König? Ja, mein König. Zu euren Diensten. Dann... Ding. Wir haben es gut eilig, dass wir auf einer Insel starten. Dann können wir die Kaufmänner hintun, ohne dass die anderen eigentlich die Kaufmänner übernehmen die ganze Zeit. Weil ich habe vorher Preußen gespielt, da habt ihr sicher im Let's Show gesehen. Und ja, dort hatte ich sehr wenige Kaufmänner immer wieder. Weil sie irgendwie, ich konnte nie einen übernehmen, obwohl ich gleich gut oder sogar besser war als die anderen. Oder sie konnten auch, wenn sie schlechter waren, die Besten übernehmen. Irgendwie ist das ein bisschen kaputt. Auch ist mir aufgefallen, dass ich ja, überhaupt natürlich. Fast keine Erfahrung bekomme. Also ja. Die Krieger und die Ding bekommen keine Erfahrung, nichts, keine Titel. Aber die Gegner bekommen die ganze Zeit und haben auch ja. Immer Goldkrieger, so Goldausbildungsgrad und so. Irgendwie stimmt da irgendwie das komplett nicht. Da müssen wir eigentlich mit Übermacht angreifen und das geht eigentlich relativ gut. Immer wenn ich in folgendem Krieg bin, überrenne ich sie und sonst lasse ich die Kriege eigentlich gar nicht existieren. Also ich bin, mache sie dann mein wieder König. Zurück zu Bürger, stolz, damit ich sehr viel Gold Kampf, sammeln wir kann, angreifen, mein König. So weniger Gold ausgeben muss.